Dr. Eibolit. Erster Teil, die Reise ins Affenland. Erstes Kapitel, der Doktor und seine Tiere. Es war einmal ein Doktor, ein herzensguter Doktor. Er hieß Eibolit und hatte eine böse Schwester namens Barbara. Der Doktor hatte Tiere sehr, sehr lieb. In seinem Zimmer lebten Hasen, im Schrank wohnte ein Eichhörnchen, im Buffet ein Rabe und auf dem Sofa ein stacheliger Igel. In einer Truhe hatten sich weiße Mäuse eingerichtet. Doch am liebsten von allen Tieren hatte Dr. Eibolit die Ente Kika, den Hund Awuff, das Ferkel Nafnaf, den Papagei Karudo und die Eule Bumba. Die böse Barbara ärgerte es schrecklich, dass all diese Tiere beim Doktor lebten. »Jage sie sofort raus«, schrie sie. »Sie machen nichts wie Schmutz und Unordnung. Ich will diese ekligen Viecher nicht mehr im Hause sehen.« »Sie sind doch gar nicht eklig, Barbara«, sagte der Doktor. »Ich bin sehr froh, dass sie bei mir leben.« Von überall her kamen zum Doktor kranke Hirten und Fischer, Holzfäller und Bauern. Jeder erhielt eine Arznei verabreicht, von der er sofort gesund wurde. Sobald sich ein Dorfjunge den Arm aufschlug oder die Nase zerschrammte, lief er zum Doktor. Und wenige Minuten später war alles wieder heil und er spielte quietschvergnügt mit dem Papagei Karudo, als sei überhaupt nichts geschehen. Die Eule Bumba bewirtete ihn mit Bonbons und Äpfeln. Eines Tages kam zum Doktor ein trauriges Pferd und sagte leise, »Lama vonoi fefikuku«. Sofort verstand der Doktor, was das in der Sprache der Tiere bedeutete, nämlich, »Mir tun die Augen weh, geben Sie mir bitte eine Brille.« Der Doktor kannte die Sprache der Tiere schon lange und so sagte er zu dem Pferd, »Kapuki kanuki«. Das bedeutete, »Nehmen Sie bitte Platz.« Das Pferd gehorchte und der Doktor setzte ihm eine Brille auf, von der seine Augen sogleich zu Schmerzen aufhörten. »Tschakka«, sagte das Pferd, wedelte mit dem Schweif und lief hinaus. »Tschakka« heißt in der Tiersprache »Danke«. Bald bekamen alle Tiere, die schlecht sehen konnten, vom Doktor Brillen. So liefen die Pferde und die Kühe, ja auch Katzen und Hunde, in Brillen umher. Und nicht einmal die alten Raben flogen mehr ohne Brille aus ihrem Nest. Von Tag zu Tag stellten sich beim Doktor mehr Tiere und Vögel ein. Es kamen Schildkröten, Füchse und Ziegen. Auch Kraniche und Adler flogen herbei. Sie alle wurden vom Dr. Eibolit kuriert, der dafür aber kein Geld nehmen wollte. Woher sollten denn Schildkröten und Adler Geld haben? Sehr bald konnte man an den Bäumen im Wald die Bekanntmachung lesen. Ihr Vögel und Tiere, ob krank oder wund, kommt alle zum Doktor, der macht euch gesund. Die Bekanntmachung war von den Nachbarskindern Vanya und Tanja angebracht worden, die der Doktor früher einmal von Masern und Scharlach geheilt hatte. Sie waren ihm sehr dankbar und halfen ihm gerne.